Hallo, ich bin der Christian von AudioPro und wir sind hier in Hamburg auf den Hamburg Open. Ich möchte euch den Big Six Desktop Mixer von Solid State Logic vorstellen. Der Big Six Desktop Mixer von SSL steht ganz in der Tradition der Super Analog Studio Konsolen von Solid State Logic, bietet für den modernen DAW-basierten Workflow aber zusätzlich einen 16-Kanal-AD-DA-Wandler. Damit kann ich über eine einfache USB-Verbindung meinen Big Six mit meinem Rechner verbinden und habe nicht nur einen 16-kanalige Aufnahme-Hardware, sondern kann gleichzeitig im Mixdown meinen Mix auf analog auf dem Mixer anfertigen oder eine Summierung für meinen Mixdown anfertigen. Wenn wir uns den Big Six einmal genauer anschauen, sehen wir, dass er sich aus im Grunde drei Bereichen zusammensetzt. Als erstes haben wir hier vier Mono-Channels, die mit Super Analog SSL Preamps ausgestattet sind. Jeder Preamp verfügt über einen Hi-Set Instrumententaster, Phantomspeisung, einen Hochpassfilter und lässt sich vom Mikrofonpegel auf Linepegel umschalten. Als nächstes haben wir unseren Gain-Regler für den Preamp mit einer Phasendrehfunktion und dem hier From USB-Taster, mit dem sich der analoge Eingang umgehen lässt und direkt das digitale Signal, was über USB an dem Mixer anliegt, auf den Kanal geschaltet wird. Als nächstes haben wir zwei Stereo-Cues, die sich zum einen natürlich aktivieren lassen und Post-Fader schalten, womit ich einfach und schnell Kopfhörermixe für meine Musiker erstellen kann. Einen an die SSL E-Series angelegten Dreiband-Equalizer, bei dem sich das Höhen- und Tiefenband von einem Shelving-Charakteristik auf eine Bell-Charakteristik umschalten lassen. Mein Mittenband ist immer eine Bell-Charakteristik. Ein One-Knob-Kompressor haben wir auch noch in den Channel-Strips, der sich natürlich ebenfalls aktivieren oder deaktivieren lässt. Und daneben finden wir den Panoramaregler, können den Insert, den Stereo-Insert für unseren Channel-Strip aktivieren, können das Post-Fader-Signal über USB an den Rechner schicken, haben natürlich eine Mute-Funktion und eine Pre-Fader-Listening-Funktion. Das Besondere an der Mute-Funktion ist gleichzeitig, dass das Signal im Mute-Modus auf den Bus B geschickt wird, wodurch ich einen weiteren Ausgangskanal habe für einen alternativen Mix oder für Musiker. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die vier Stereo-Kanäle. Diese sind über Line-Inputs auf der Rückseite anschließbar, lassen sich selbstverständlich auch auf Mono umschalten, wodurch ich weitere vier Mono-Kanäle gewinne. Ebenso habe ich hier einen Taster From USB für jeden Kanal, um diesen Kanal in den USB-Modus zu schalten und Signale aus meinem Rechner zu empfangen. Ich habe auch hier zwei Stereo-Cues, einen Dreiband-Equalizer mit festen Shelving-Bändern für Hoch- und Tiefenfrequenz und einen Balance-Regler für meine Stereo-Anordnung. Weiterhin auch den USB-Out-Post-Fader, den Mute-Bus-B-Button sowie meine Solo-Pre-Fader-Listening-Funktion. Das Ganze fühlt sich nicht nur hochwertig an, sondern ist auch hochwertig gebaut, wie man das von SSL gewöhnt ist. In der Master-Sektion haben wir einen Talkback-Anschluss, der auch 48 Volt Phantomspeisung
aktivieren kann und einen vereinfachten Listen-Mic-Kompressor, der vielen vielleicht aus den alten SSL-Konsolen oder in einer Plugin-Form bekannt ist. Wir haben zwei Stereo-External-Inputs, die sich über diese External-From-USB-Taster ebenso umschalten lassen, dass der External-Input von Kanal 13, 14 oder 15, 16 meines Rechners gespeist wird. Ich habe das Talkback-Level hier. Es wäre kein SSL-Pult, wenn es nicht auch in der Master-Sektion einen G-Series-Bus-Kompressor geben würde. Hier in einer auch vereinfachten Funktion mit einer festen Attack-Zeit von 10 Millisekunden und einer Auto-Release-Zeit. Diesen kann ich natürlich aktivieren und deaktivieren. Habe meinen Regler für Make-up-Gain und Threshold. Als nächstes sehen wir unsere Q-Master-Sektion, womit ich gleichzeitig auch noch andere Signale auf meine über den Q-Regler der einzelnen Kanäle erstellten Mix dazu schalten kann, sei es wieder USB, das Talkback oder mein External Input analog, um beispielsweise für den Sänger das Playback direkt von Band, iPhone oder sonstigen externen Equipment abzuspielen. Darunter befindet sich unsere Kopfhörersektion mit den Lautstärkereglern für die Kopfhörer. Wir haben hier oben zwei Anschlüsse für Kopfhörer. Auch hier können wir wählen, was hören wir ab. Hören wir unsere Stereo-Cues ab. Drunter finden wir eine Monitorsektion mit Main, Bus B, External 1, External 2 Auswahl, was unsere Monitorsektion, die sich als Regler hier befindet, wiedergibt. Wir haben einen alternativen Monitorausgang. Wir haben, wie man es von Studio-Konsolen kennt, einen Dimm-Schalter, einen Cut-Schalter und können die Monitorsektion ebenfalls auf Mono umschalten, um die Monokompatibilität der Mixer zu checken. Ganz rechts befinden sich zwei nicht ganz unwichtige LEDs, zum einen natürlich für die Stromversorgung und gleichzeitig für die USB-Verbindung, womit ich immer schnell auch kontrollieren kann, ob sich eine USB-Verbindung zum Rechner aufgebaut hat. Das Ganze funktioniert aber Plug and Play am Mac und mit einem Treiber von SSL für Windows. In der Monitorsektion ganz rechts haben wir ebenfalls unsere Master Meter. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass obwohl wir eine maximale Anzeige von plus 24 dBU haben, der interne Headroom des Big Six dank des Super Analog Designs ganze 27,5 dBU umfasst. Also hier kann mit ordentlich Pegel reingefahren werden, ohne gleich in den Verzerrungen zu generieren. Unter dem Master Meter befindet sich der Regler für unseren Bus B Master, der Level Meter, den wir auch gleichzeitig noch muten können. Dieser wird über USB 1314 ausgespielt. Und zuletzt natürlich unser Main Fader, unser Master Fader mit einer Auswahl, welche Quelle wir abhören, External oder Stereo Cue. Nichts aktiviertes natürlich unsere Monitorsektion und haben gleichzeitig einen Stereo-Insert für unseren Masterbus, womit wir externe Peripherie wie Kompressoren, Equalizer oder andere Geräte als vollsymmetrischen Stereo-Insert in den Masterbus einschleifen können. Wie ihr gesehen habt, bietet der Big Six von SSL ein umfangreiches, voll ausgestattetes Konsolenpaket für euren Desktop, lässt sich als Recording-Peripherie im Aufnahmemodus oder Podcasts einsetzen,
gleichzeitig für den Mixdown oder eine reine analoge Summierung ganz einfach über ein USB-Kabel an den Rechner angeschlossen und in euren hybriden Workflow integriert.